Hallo Ninjas, DJ hier und mal wieder mit wichtigen Informationen rund um euer Gear. Heute geht es dabei nicht um die Eigenschaften, sondern um die Stats. Und zwar habe ich festgestellt, dass es darüber sehr viele Missinformationen gibt. Und die klären wir heute einfach mal auf. Dabei dreht es sich nicht um die Stats Stärke, Geschicklichkeit, Weisheit oder Wahrnehmung, sondern um spezielle Stats, zum Beispiel Hit-Chance, also Trefferchance oder Chance auf starken Angriff. Dennoch, wenn wir schon dabei sind, gehe ich einmal über die vier Hauptstats. Angefangen mit Stärke. Größte Stärke erlangt ihr, wenn ihr jetzt auf den Abonnieren-Button drückt, um keine weiteren Videos, Guides, News und wichtige Informationen rund um Sword & Liberty und andere Open-World-MMOs nicht zu verpassen. Stärke gibt euch auch wie alle anderen Stats minimalen und maximalen Schaden für eure Waffe. Zusätzlich erhaltet ihr erhöhte HP-Regeneration, maximales Leben und Resistance. Jeder Mainstat hat auch noch Bray-Punkte, das heißt Bonusse, die ihr erhaltet bei einer gewissen Anzahl von Punkten. Diese starten bei 30 und zusätzliche Boni werden immer in 10er Schritten freigeschaltet bis maximal 70 Punkten. Maximales Leben, Schadensreduktion und Chance auf starken Angriff sowie bei 70 Punkten neben zusätzlichem maximalen Leben auch zusätzliche Defense zu Nah- und Fernkampfangriff. Geschicklichkeit erhöht eure Chance auf kritische Trefferrate, erhöht eure Ausweichrate und erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit. Breakpoints fokussieren sich auf kritische Trefferchance sowie bei 70 Punkten zusätzliche Ausweichrate. Weisheit ist der typische Mana-Stat für Magier und auch Heiler, denn er erhöht euren maximalen Mana-Pool sowie eure Mana-Regeneration. Zusätzlich erhaltet ihr auch Abklingzeit. Auch die Breakpoints konzentrieren sich hauptsächlich auf diese Stats. Nun zum wichtigsten PvP-Stat, der Wahrnehmung. Wahrnehmung erhöht eure Chance, Gegner zu treffen, also eure Hitrate, sowie für eure Angriffe als auch für eure CC-Effekte. Breakpoints sind hier ein bisschen anders. Neben der Hitchance erhaltet ihr auch bei 50 Punkten eine erhöhte Reichweite. Die meisten PvP-Builds gehen auf 60 Wahrnehmung, um die zusätzlichen 120 Hitchance mitzunehmen. Kommen wir nun aber zu den wichtigsten Stats, um die es heute eigentlich wirklich geht. Eins aber mal vorab, umso mehr ihr von einem Stat stackt, umso weniger erhaltet ihr aber prozentual gesehen. Zum Beispiel für die ersten 500 Punkte in kritische Trefferchance erhaltet ihr ungefähr 33% Crit Rate. Bei 2000 sind es dann nur noch ungefähr 66%. Dennoch gibt es einige Stats und Builds, denen ihr über den Wert von 1000 bringen solltet. Natürlich abhängig von eurem Build. Fangen wir aber einmal mit Ausweichen und Trefferrate an. Und hier greift etwas Besonderes. Wenn eure Ausweichrate geringer ist als die gegnerische Trefferrate, habt ihr auch keine Ausweichrate. Solltet ihr jetzt als Beispiel 1200 Nahkampf-Ausweichrate haben und der Gegner hat eine Hitchance von über 1200, ist eure effektive Ausweichrate 0%. Ihr werdet nie einen Hit ausweichen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, wenn ihr euch für ein Ausweichbild entscheidet, diesen Ausweichwert auch über 1000 zu erhöhen. Denn hier zählt denn die Differenz. Jetzt mal als Beispiel, der Gegner hat 1000 Trefferrate und ihr habt eine Ausweichrate von 2000. Das ist zwar fast unmöglich zu erreichen, aber das dient nur als Beispiel. Dann ist eure Ausweichrate 50%, denn die Differenz von 1000 bis 2000 sind 1000 und somit habt ihr nicht den Diminishing Return von 1000 bis 2000, sondern von 0 bis 1000 und das sind 50%. Somit lohnt es sich, Ausweichen weit über den Softcap von 1000 zu erhöhen. Dies ist auch wichtig, damit dieser Stat überhaupt einen Wert hat. Zusätzlich ist Ausweichen auch noch unterteilt in Nahkampf, Fernkampf und Magie. In der Regel müsst ihr euch zwischen Nahkampf-Ausweichrate oder Fernkampf- und Magie-Ausweichrate entscheiden. Alle drei Werte werdet ihr nicht effektiv hochbekommen. Als kleine Hilfe nenne ich euch jetzt auch mal die kritische Trefferrate, die ihr aktuell mit den jeweiligen Waffenkombis erreichen könnt. Großfeldspieler haben je nachdem, wo sie sich befinden, im Early Game eine Hitrate von um die 900 und im Endgame, das heißt mit perfektem Gear, ca. 1300. Stabspieler können mit gewissen Buffs und Spezialisierungen eine Hitrate von bis zu 1300 haben. Der Normalspieler
wird allerdings 1100 haben und man muss auch zusätzlich sagen, die Buffs haben auch einen langen Cooldown und dann könnt ihr auch nochmal 400 abziehen, da die erhöhte Trefferchance nur kurz hält und über eine Minute Cooldown hat. Langbogen, Armbrüste oder alles andere mit dem Dolch erreicht eine Hitrate von um die 800 und im Endgame bis zu 1200. Weiter geht's mit der Crit Chance und Endurance oder zu Deutsch Ausdauer. Hier läuft das Ganze ein bisschen anders. Dazu muss ich aber erstmal erklären, was Crit Chance in diesem Spiel ist und auch ein kritischer Treffer. Wenn ihr einen kritischen Treffer landet, verursacht ihr immer den maximalen Basisschaden eurer Waffe. Also es gibt keinen weiteren Multiplikator wie in anderen Spielen. Jede Waffe hat dabei ein Min-Roll und ein Max-Roll und ich rede hier von dem Max-Roll-Wert. Und jetzt kommen wir mal zur Ausdauer. Ausdauer ist sowas wie die Anti-Crit-Chance. Sie reduziert nicht den Schaden, den ihr haltet, sondern die kritische Trefferchance eures Gegners. Und hier haben wir das gleiche Prinzip wie bei Ausweichen und Hit-Chance. Ist eure Crit-Chance bei 1000, habt ihr eine Base-Crit-Chance von 50%. Hat jetzt der Gegner allerdings eine Endurance, also Ausdauer ebenfalls von 1000, habt ihr wieder eine Crit-Chance von 0%. Auch hier können wir wieder das Spiel durchspielen. Wenn ihr 1000 Ausdauer habt und der Gegner 2000 Crit-Chance, hat er eine Chance von 50%, euch kritisch zu treffen. Eine Crit-Chance von 2000 ist allerdings so gut wie unmöglich. Der Unterschied zum Ausweichen ist hier, dass euch Ausdauer immer einen Wert gibt, denn ihr reduziert, egal wie hoch er ist, immer die Crit-Chance. Allerdings erhaltet ihr auch immer etwas Schaden, auch wenn dieser nicht kritisch ist. Beim Ausweichen erhaltet ihr gar keinen Schaden und könnt sogar CC-Effekte komplett negieren. Übrigens, Heilung kann ebenfalls Verbündete kritisch treffen. Kritischen Schaden könnt ihr allerdings im Spiel kaum erhöhen, mit Ausnahme von ein paar Sets, zum Beispiel den Reaper-Set bzw. Harvester, oder auf Deutsch heißt es glaube ich jetzt Seuchensammler-Set. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Stats, die für viel Verwirrung in der Community gesorgt haben. Bonus Damage und Damage Reduction. Vor allen Dingen bei der Damage Reduction geht das Gerücht rum, dass der Schaden reduziert wird, und zwar vor der Damage-Kalkulierung. Jetzt als Beispiel habt ihr 100 Damage-Reduktion, sind viele davon ausgegangen, dass der gegnerische maximale Waffenschaden um 100 reduziert wird und dann die Schadenskalkulation stattfindet. Das ist faktisch falsch. Denn wenn du eine Damage-Reduktion von 100 hast, erhältst du einfach anstatt 1000 Schaden 900. Das ist ein Flat-Stat. Genau das, was da steht, genau das erhältst du auch. Das betrifft allerdings nicht Schaden über Zeit. Und das gleiche zählt auch für Bonus-Damage. Anstatt von 1000 Damage verursacht ihr damit 1100. Ihr erhaltet keinen Multiplikator mit diesem Stat. Sehr wichtig. Und auch hier gibt es tatsächlich ein Diminishing Return. Das heißt, ihr erhaltet weniger für jeden Stat, den ihr habt. Und das relativ früh. Denn ungefähr bei einer Schadensreduktion von 10 erhaltet ihr tatsächlich ca. 9 Damage weniger und nicht 10. Was sehr komisch ist, da dies ja eigentlich ein Flat Start ist und man den auch gar nicht so hoch stacken kann. Anders sieht es bei Skill Damage Boost und Skill Damage Resistance aus, denn hier sind es tatsächlich Multiplikatoren. Mit der 5% Skill Damage Boost verursacht ihr auch 5% Skill Damage. Das gleiche zählt auch für Skill Damage Resistance. Das Ganze wirkt sich hier allerdings nur auf eure Fähigkeiten bzw. die Gegnerfähigkeiten aus, nicht auf die Auto-Hits. Eure Heilung basiert übrigens auch auf Schaden, somit erhöht auch Skill Damage Boost bzw. zu Deutsch Fähigkeitsschaden eure Heilung. Habt ihr eine verbesserte Abklingzeit, laden eure Skills einfach wieder schneller auf und sind wieder früher einsatzbereit. Obwohl auch hier der Wert als prozentual angegeben wird, ist der so umso höher ist, wieder schlechter. Für 50% Cooldown Speed erhaltet ihr ungefähr nur 33%. Für knapp 100% sind es in Wahrheit nur 50%. Ein Beispiel ist eure Fähigkeiten, die normalerweise 10 Sekunden Cooldown hat, in 5 Sekunden wieder einsatzbereit. Der Chance auf starken Angriff ist im Prinzip der Crit Damage aus allen anderen Spielen. Denn immer wenn ihr einen starken Angriff landet, verdoppelt ihr euren aktuellen Schaden. Hierzu kommt aber auch, dass ihr tatsächlich critten könnt und auch einen schweren Angriff gleichzeitig landet.
Dies sorgt natürlich für den maximalen Schaden. Das gleiche zählt auch für Heilung, denn auch eure Heilung kann tatsächlich kritisch und auch schwer treffen. Sollte euch dieses Video gefallen haben und wenn ihr was Neues gelernt habt, lasst doch jetzt ein Abo da. Ich bin DJ und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open World Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.